Hi Leute, hier ist Leingereint und ich begrüße euch herzlich zum nächsten Teil von Let's Play Alarmstufe 3 Undercover Spitzkind. Ist mit meinem Kollegen alles okay? Oh Freunde, ich hab heute wieder Grippe hier. Ach du Scheiße. Ich hoffe, kratzt du kannst im Hals. Es kratzt ganz unglaublich im Hals. Okay, ich hoffe, kratzt du kannst trotzdem das Video weiter kommentieren. Ich denke, es geht. Ja. Also du kannst auch das Rennen fahren, hoffe ich, ja? Ja, für die zwei oder wie viele? Ich weiß Bescheid, okay. Such dir was aus, Horst. Such dir was aus. Autobahn. Ja. Wie ging das mit der Pfeiltaste? Habt ihr gesehen? Ich hab was ausgewählt, ja. Lass das aber mal mit der Rennstrecke, weil Rennstrecke sind schon so oft jetzt. Ja, Alpen, Etappen. Nee, hör mal, Etappen. Nee. Oh, unters Wasser. Hatten wir die schon? Die sieht doch gut aus. Nehmen wir. Ach, scheiße, ich hatte ja nicht Splitscreen ausgewählt. Oh, das ist natürlich doof. Oh, es war wieder ein komisches Geräusch. Oh. Ja, das war mein Handy. So, warte, sorry, Leute. So, jetzt geht's los. Wir Splitscreen aus und wir nochmal die Rennstrecke aus. Wir waren ja gerade bei Einzelrennen. Wir sind auch doof. Nee! Oh. So. Oh, Moment. Ja. So, jawohl. Ja, so, dann wählen wir mal die Autos aus. Ich bin links das Auto auswählen, oder? Nein, ich bin nicht bereit. Ne, Moment, was muss ich, Obwohl, der sieht eigentlich ganz geil aus, aber wir probieren möglichst die Autos von der gleichen Abstimmung. Such dir den mal aus und ich probiere es dann anzupassen. Den hatte ich schon mal, ey. Der war scheiße, war der. Nur weil der schnell war. Ja, lass mich, ich mag das nicht. Fahrzeuge. Ja, Sportwagen. Den nehme ich, das ist eine heiße Plunder. Der sieht natürlich auch heiß aus, ne? International. Coupé. Der hat schöne Rundung, muss man sagen. Nee, Grand Sport. Den nehme ich. Okay, dann nehme ich den, dann passt auch von der Leistungsverteilung, dann wärst du. Ja, ist gut. Alles ist gut. Verzeihung, das tut mir leid. Nimmst deine Medikamente nicht, du wolltest langsam wieder gesund werden. Seit einer Woche bist du krank, wenn ich richtig so mitbekommen habe. Alles okay? Ja. Oh, es lädt wieder, da krieg ich Kreislauf auf. Da musst du ja nicht auf das drehende Ding gucken. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich hab das schon so oft gesagt. Immer wieder sage ich für diesen komischen Spielhandys, dass die das mal anders programmieren, aber nein. Nein. Es wird nicht. Oh. Das geht los. Ich bin oben, du bist unten. Nur so als Info, gell? Die Waffen würde ich nicht vergessen. Ah, weißt du jetzt, wie du fährst? Auch mit Nitro klappt alles? Schläg mal Nagelband vor dir. Hat's getroffen oder was nicht? Was war das denn jetzt hier? Ich fahr ganz komisch. Mein Wagen sieht irgendwie so golden aus, finde ich. Oh, mein Wagen, der spielt ja gerade. Ich kann mal ein bisschen kaputt. Alles okay? Nee. Ich kann ja mal ein bisschen Öl auf der Straße verteilen, vielleicht, Da kommt einer. Ja, das sind aber nicht ich. Aber irgendwie ist gelb gar nicht so gelb, oder? Na doch, aber von hinten sah es so golden aus, wahrscheinlich wegen der Sonnenstellung. Soll ich mal auf dich warten und mal an die MP dann auf die Kürze? Ja, mal Freunde, Achtung. Ich bin immer, wie ging das denn jetzt hier? Mit Leertaste schießt. Nein, das machst du! Ich hab Schutzschild gemacht. Jetzt ist es wieder so, dass du wieder gewinnst, nur weil ich so freundlich war und das gewartet habe. Was hab ich überhaupt gemacht? Ich kenn das doch nicht! Da muss man sowas haben, wo muss ich überhaupt hin? Ach, das überfordert. Du fährst aber schon richtig gut, muss ich sagen. Ich war viel zu schnell. Aber mit meinem Golf, da krieg ich... was Temperaturen! Was Temperaturen? Nix, KMH-Zahlen. Ja, das sind keine Temperaturen. Nein, ich meine Schnelligkeit, wie heißt das? Geschwindigkeit. Ja, nicht Temperaturen. Temperaturen, Nee. Wo muss lang? Oh. Wo muss lang? Ja, konkret Deutsch, gell? Jetzt hat mich aber... Jetzt hat es mich zerlegt. Jetzt hat es mich zerlegt. Guck mal, ein konkreter EMP. Was habe ich jetzt gemacht? Du hast M für die Map aufgerufen. Na, du, keine Ahnung, was ist denn das so? Du blinkst, naja, blinken kann man es nicht nennen. Das war natürlich nicht gut. Warum ist das Nitro? Warum hat mein Golf eigentlich kein Nitro-Buster? Musst du mal zu so einer, keine Ahnung, so einer Außen-Tuning-Werkstatt, vielleicht verkaufen die dir welches. Ja, ein Nitro-Buster. Ich hab damit keine Erfahrung. Jetzt bin ich wieder hier neben reingerauscht. Wo bist du eigentlich? Und beim Campingplatz, wenn man das so nennt, dann ja. Da kommt einer von vorne, Verzeihung! Entschuldigung. Wie dein Auto noch aussieht. Hier bei mir kann man das nicht anders behaupten, aber... jetzt nehme ich meine Biertische mit dir. Die Leute wollen ja noch campen, hallo? Wenn man brauchen das doch, damit ich nicht essen kann. Hier, das soll ein Porsche sein, wenn ich mich bin. Jetzt bin ich
Ich war hier den Mercedes C-Klasse AMG oder wie heißt. Ja, jetzt wissen wir, dass du krank bist. Alles ist alles okay. Jetzt über deinen. Ja, musst du nach hinten gucken. Oh. Ich würde dir mal empfehlen, einen Tabletten wieder zu nehmen. Oh. Tabletten, ich bin immer so. Was hast du jetzt gemacht? Ich muss mich mal kurz zurückstellen. Jetzt habe ich wieder einen mitgenommen. Das war wieder nur wegen dir. Ich bin gerade voll an dem Abbiegung vorbeigefahren. Ich würde dir empfehlen, davon dir irgendwann aufzupassen, aber das ist der Innen nicht da, glaube ich. Da gibt's gerade auch. Ich habe eigentlich kein Nitro. Kein Nitro? Wenn du kein Nitro hast, weil du. Du hast doch wieder Nitro, Nitro. Wenn du kein Nitro hast, hast du kein Nitro! Oh! Genauso wie wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone, ja. Da musst du links, da musst du links, da musst du. Oh, voll über die Nagelbänder. Ah, nee, ich kann's ja nicht ärgern. Aber die Reifen gehen nicht dadurch kaputt, wenn man über die Nagelbänder fährt. Was ist jetzt wieder? Radschaden, ich hatte doch alle Räder dran. Oh, 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 geht das jetzt hier? Nicht in den Blöcken. Nein, nein, das heißt rund ums Wasser, nicht mitten durchs Wasser, die Strecke, ne? Nur so als Info nebenbei. Ja, ich probiere das. Oh, oh. Was probierst du? Oh. Rund ums Wasser, Mann, ich warte mal vor der Linie, nein, ich warte, ich komme. Ich stehe jetzt wieder hier. Ah. Oh, ich drifte hier aber komisch rum. Also das ist eine Scheißkarre, Freunde. Die würde ich euch nicht empfehlen. Das ist aber dermaßen bescheuert. Ich sag, nein, die ist nicht so schlecht. Scheiß bist du hier, ja. Ich möchte meinen Golf. Die gibt's hier im Spiel nicht. Und neben mir ein heißes Schätzelein. Oh, 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 oh. Oh, jetzt habe ich einen Rettungswagen mitgenommen. Ach, du liebes bisschen. Oh, oh, und nochmal den Zaun. Oh, die schlingert aber rum hier. Ach, du, oh. Oh, da ist er. Ja, ich bin aber schon im Ziel. Oh, das war jetzt komisch. Warum kann ich, ne? Ich ah, funktioniert den. Nicht. Na gut, okay. 30 Sekunden später kamst du also ins Ziel. Ja. Nein. Okay, dann nehmen wir jetzt nochmal... Ich suche mir nochmal was ausgefallen. Nochmal. Ja. Ich weiß nicht, Rennbahn ist jetzt... Rennstrecke ist langweilig, oder? Ja. Dann nehmen wir lieber hier was. Nehmen wir jetzt mal einen Rundkurs. Wir können ja eigentlich auch eine Runde nehmen. Offroad an der Babs, oder wie das immer aussprechen soll. Ja. Staudamm, Ausflug ins Grüne. Na, die ist schon lang. Oh, das sind aber lange Strecken. Rennen in den Bergen. Die ist schön, die will ich fahren. Kann aber eine Runde, okay? Ja, eine. Eine. So, lass dich mal... bin ich denn? Ne, diesmal nehme ich was anderes. Also, das war eine derartig bescheuerte Karre. Ich fasse mich wieder deinem Geschwindigkeitsauto, ja. deiner Wahl an. Grand, hast du den Grand Sport Kim genommen oder den ganz normalen? Ah, Moment. Wo sind wir denn jetzt hier? Oben rechts. Oh, ja. Und das ist aber ein Fleischkauer, ne? Bis beim Ach. Sportwagen. Nur so als Info, gell? Ich glaube, ich nehme den. Den, dann nehme ich auch wieder. Ich nehme mal einen Supersport. Einen Sport 12. Oh, guck mal, wie der aussieht von der Farbe her. Und das ist auch. Da brauchen wir nur noch eine heiße Chichelein dazu, weißt du? Eigentlich wäre es ja unfair, wenn ich so ein schnelles Auto fahren würde, aber ich würde gerne den Bena umfahren. Ja. Oh, in weiß. In weiß. Was ein Scheiß! Ich nehme die Kiste hier in weiß. Ich nehme den nicht in rot, ich nehme den in... Oh. Man nimmt aber auch eine heiße Schnittle. In weiß. Das ist doch ein... Oh, wo bin ich? Bin ich unten? Ja, wieder unten. Ich bin wieder oben. Und da meine Reifen drehen gleich durch. Der Burnout hier. Das ist gleich mal vor dich und leg mal Nagelband und fahr aber selber in den Verkehr, weil ich unten bei dir auf dem Bildschirm geschaut habe. Hallo und tschüss, wenn man tschüss ist. Musst du immer die Map aufrufen, da vorne geht's dann um die Kurve und so, ne? Bei mir sieht eher silber aus als schwarz, bei dir, als weiß. Du hast einen scheiß Computer. Nein, das liegt an den Wetterverhältnissen hier in den Bergen. Ja, schau immer auf die anderen schieben mit deinem Röhrenbildschirm. Das ist kein Röhrenbildschirm, das haben wir im letzten Teil schon geklärt. Das haben wir schon dreimal geklärt, dass es einer ist. Keiner ist. Das ist einer ist. Das Freunde, jetzt ist. Glaubtet mir endlich. Nein, glaubt ihr Schreibt nicht. Schreibt es bitte in die Kommentare. Nein. Und glaubtet mir. Wer es glaubt... könnt einfach mir bleiben. Nein, jetzt sei mal leise hier. Wer... Ja. Wer es glaubt, der gibt einen Daumen hoch. Ja. Und wer es noch glaubt, der schreibt es in die Kommentare. Hey, wie wer es noch glaubt? Wie kann man es denn noch glauben? Hä? Aber der, wer es mir noch glaubt, ja, der schreibt mir auch einen Kommentar und schreibt, dass er einen Röhrenbildschirm hat. Und ich meine es ernst, Freunde. Dass er das ich ist. Habe keinen Röhrenbildschirm. Aber der erzählt euch auch Scheiße. Ich habe einen schwarzen Flachbildschirm. Oh, jetzt ist er explodiert. Gleich hier vorbeigefahren. Jetzt habe ich den jetzt. Ich möchte ein bisschen so blau. Weil ich geschützt.
Welche Schutzschild steuern? Diese Dube steuern? Ah, musst du immer den ganzen Verkehr behindern. Hallo, ich komme von hinten. Ja. Nur den Nagelband da. So, wir nehmen heute ein schönes EMP. Bitte schön, Junge. Vielen Dank. Ich bin den letzten Platz gegeben. Hallo, ich glaube, es geht so. Was war jetzt? Ich habe irgendwo drauf gedrückt. Ja, du hast den EMP auf mich geschossen. Ja, tut mir leid. Ich hab doch eine Ente. Oh, die Bäume. Ach du Scheiße, die ganze grande Katastrophe wieder mal. Ah, ja nichts Neues. Ich dachte, du hättest Fahrschule gemacht. Ich dachte, du warst in der Fahrschule, da lernt man doch Autofahren. Ja, da hatte ich schon eine Gästebiene neben mir. Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Ah, ja, das merkt man hier. Du hast trotzdem den Führerschein gekriegt. Ja, ich war mit dem gequatscht. Wie viel Geld ist denn da geflossen, gell? Ja, keins. Jetzt kaputt. Ich bin hier gerade irgendwie... Kannst du mir mal sagen, wenn du das Nagelband rüberfahren willst? Ich fahr da nicht drüber. Das wollen wir mal sehen. Oh. Ja, scheiße. Ich geh da mal durch den Tunnel weg, ne? Weiß nicht, ich hab gar keinen Sound, weil du den Kopfhörer drin hast. Aber die Stadt wäre eine Scheiße, warum kommt das? Kehrtwende! Oh, das war die Leitplanke. Das war die Leitplanke. Ach du Scheiße. Sag mal, warum sind meine Auto immer so langsam und deine so schnell? Ich bin gerade langsam als du und eigentlich von der Beschleunigung und so war es im Menü eigentlich relativ gleich. Wenn nicht deiner sogar von der Höchstgeschwindigkeit besser war, ich weiß es gar nicht. Ja, ich auch nicht. Das war ein Das war ein Alligator. Oh mein Gott. Ey, guck mal, wie viel Verkehr hier ist. Da nehmen wir gerade nochmal Nagelmann. Vielleicht fährt der Horst ja drüber. Deine Lache, ne? Jetzt muss ich aufpassen. Freunde, Achtung! Oh, wo ich hätte... Oh, da war es. Du hast fast aufgeholt. Du hast jetzt schon eine Sekunde... Oh, da war's. Du hast eine Sekunde aufgeholt, aber jetzt kriegst du... Scheiße. Jetzt habe ich... Was ist jetzt kaputt? Ah, scheiße, ich habe meinen Vorderreifen verloren. Was ist jetzt kaputt? 15 Sekunden. Jetzt habe ich schon fast... Jetzt habe ich gleich 17 Sekunden Vorsprung. So sieht's aus, Leute. Oh. Habe ich jetzt mal das Nagelband legen können? Jetzt habe ich gelöst. Ich hab da ein Ei gelegt, ich Doppelfeld, ne? Nein, ich hab einen Nagelband. Oh. Ah. Oh, jetzt ist es aber. Auf die andere Autobahn. Voll jetzt hat das hier hangen hier. Oh. Sollen wir auf dich warten, ich weiß. So, wir haben noch ein bisschen Öl da auf die Ausfahrt gelegt. Sollst du eigentlich zu erfahren? Oh, wir könnten ja mal gucken, ich warte dann mal. Oh, jetzt guck mal hier, Freunde, da tanzt die Banane. Was für eine Banane? Ach nee, das war... Oh, jetzt ruckelt es aber. Nur 15 Frames, das ist los und da ist das Öl und du schlitterst weg und hast keine Kontrolle mehr. Merkst du das? Du hast eben keine Kontrolle mehr über deinen Wagen. Ich hatte wohl Kontrolle, ich bin... Nein, aber das ganz genau... Oha, du hast immer noch 18 Sekunden. Ich warte nochmal ein bisschen. Hey, 19 Sekunden? Jesus. Hey, wieso steht da 19 Sekunden? Ha! Jetzt hab ich dich! Jetzt hab ich dich, Freunde! Jetzt hab ich ihn, hab das gesehen! Scheiße! Musst du mich so von hinten hier rumdrehen und dann... Ja. Oh, ein Krankenwagen. Oh, Verzeihung. Ach du Scheiße. Oh. Dass man sich überhaupt auf die Autostraßen gelassen hat. Gefährdet den ganzen Verkehr. Die Polizei ist noch nicht eingesehen. Ja, das sagt auch. Oh, warst du hier gewesen? Das glaube ich mir schon. Kann man sehr schön erkennen. Die Unfallstelle. Ah, jetzt komme ich hier gar nicht mehr durch. Scheiße. Da finde ich erstmal auf Trigger drücken. Ich drücke jetzt auf R. Ich mache auf R und... Ich drücke auf, jetzt hast du 23 Sekunden Vorsprung, wäre ich doch lieber mal vorgefahren. Ach, Scheiße. Oh, wo bin ich jetzt? Arschloch! Ich fahr hier! Hallo, ganz ruhig. Das ist nur ein Spiel. Ganz ruhig, kleiner Brauner, jetzt hier. Ich bin weiß! Was machst du denn da hinten hier für eine chaotische Fahrweise? Oh, schon wieder. Oh, wo muss ich komme, ich bin schon wieder rein zu fahren. Oh, ach, das ist natürlich nicht gut. Ja. Komm. Feuer. Das war ein sogenannter EMP. Habe ich durchgedreht? Noch 10% fehlen. Ich drück hier immer irgendwo drauf rum. Naja, ich war auch gerade da. Falls du mich doch gesehen hast, bin ich wohl schon wieder weg. Und tschüss. Erst doch, ich fahr doch hier ganz normal. Was darf ich dir jetzt hier machen? Guck mal, wie ich aussehe hier. Eieiei, jetzt sieht im Auto voll schwarz aus. Ich kann die Farbe gerade irgendwie nicht entziffern, was sein soll. Aber alles liegt an der... Ach. Alles an der Sonne und so, ne?
Okay, an deinem Röhrenbildschirm. Das ist kein Röhrenbildschirm. Freunde, sieht das einfach nicht ein. Schreibt es endlich in die Kommentare, dass das einsehen das soll. Das ist kein Röhrenbildschirm. Ich weiß das wohl selber. Ist das? Nein. Unglaublich. Oh, diese Jugend von der Alter, die kann aber auch ja nicht einsehen, wenn sie... Oh, siehste, jetzt ist es ganz anders. Jetzt stellt er hier was um an seinem Röhrenbildschirm. Ja, und seht ihr, gleich sind die Farben besser. Jetzt stellt das von schwarz-weiß auf schwarz-grün um! Das sieht aus wie bei Windows 95. Oh. Raps nimmt das aus, wie es auf dem Bildschirm aussieht. Dann würde die Aufnahme jetzt auch nicht bunt sein, wenn mein Bildschirm jetzt nicht bunt anzeigen würde. Jetzt ist es dem Zeit der Bunt an. Ich geh mal. Na, ich auch. Oh, jetzt ist mir das jetzt vom Kopf gefallen. Eieieiei, wie als ich niesen musste im Skiregion-Simulator und es dann bumm gemacht hat, weil es in die Ecke geflogen ist. Aber es geht ja zum Glück noch. Ja, ja, Horst, jetzt musst du lachen. Ja, Freunde, das war echt lustig. So, das war es aber auch schon wieder vom vierten Teil von Let's Play Splitscreen bei Alarmgruppe. Nee, das war nicht der vierte Teil. Das war von mir. Ja, aber der dritte Teil, glaube ich, von Splitscreen bei Undercover, ich weiß es gar nicht. Ich danke fürs Zuschauen und dann, ich denke, meinen nächsten Teil wird es wahrscheinlich noch geben, oder was meinst du? Nehme ich mal an, ne? Ja, dann nimmt er mal. Oh, übrigens, Freunde, ich war sehr enttäuscht. Ihr versteht überhaupt keinen Humor. In den Kommentaren habt ihr geschrieben, ich soll aufhören. Also, ich würde aufhören, das stimmt doch nicht. Ich mach doch weiter, hier bin ich, weiter geht's. Stargast bei mir, genau, Horst. Stargast! Und nächster Teil wird auch schon vielleicht nächsten Monat folgen. Nächstes Mal kannst du mal jemand anderes einladen. Jetzt halt er da Kabel fest. Ja. Ja, also dann, ciao, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Nicht reinhauen, da geht es wieder kaputt. Mal. Ihr müsst natürlich nicht in den Bildschirm reinhauen, sondern anders gemeint. Ja, auch also, oh, noch tiefer rein. Unglaublich. Was? Natürlich. Also. Ich will leider auf Wiedersehen, ja. War schön, dass er da war. Nee, hat mich gefreut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Euer Line Game 1. Und Horst Schlemmer. Oh. Line Game 1 featuring Horst Schlemmer. Alter, der bleibt mir jetzt hier. Horst Schlemmer, ich rede jetzt hier. Er hat einen Röhrenbildschirm. Hey!